So, willkommen zurück. Ich gucke gerade, gut, bei den komischen Stonehenge-Verschnitt wusste ich auch nicht so wirklich, wie man da jetzt weitermachen kann. Ja, ich würde fast sagen, wir reisen jetzt erstmal zur Stadt. Da unten hätten wir auch noch wir gehen erstmal nochmal dahin. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Schlüssel bei der. Die hätte auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gehabt. Kaufen wir noch eins. Aber ich hatte doch schon mehrere zweite Chancen. Naja, achso. Das ist immer das Maximum, ne? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das war der Dojo, genau. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Das... Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Die Zeit ging aber flott um. Leckt mich doch, Leute. Ich würde einfach hier durch. Mist. Oder, warte. Kann ich eventuell? Nee. Hätte es sein können, wenn ich das Feuer entfache, dass irgendwas passiert. Der große Tag steht bevor. Du hast noch 12 Stunden, um dich auf den Kampf gegen Momo vorzubereiten. Ich will dich nicht nerven, aber du solltest dich besser vergewissern, dass du deine legendären Spielzeuge hast. Alle Aufträge erledigt und so weiter. Wenn du bereit bist, Kinder. Ja. Okay. Dann geht's ab in die Stadt. Bleibt hier die Zeit stehen oder was? Na, ein Glück. Vielleicht schaffen wir es dann nochmal zum Strand. Ich hätte lieber was mit Lebenssinn. Oh, achso, Gesundheit. Nice. Wäre vielleicht auch ganz praktisch. Giftwiderstand. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Hexe sowas macht.
Mist, ich kann nichts weiter rauf machen. So, 500 behalten wir noch erstmal. Dann ab zum Spielzeugladen, auch wenn ich nicht glaube, dass da noch irgendwas zu holen ist. Okay. Oh, ich hätte gerne noch so ein Giftding. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen den Raben nochmal. Aber ich will auch nochmal zum Rathaus oder zum Schwerthaus gucken. Ach, so sieht das jetzt aus. Alter, so wie viele Einträge sollte es geben? Über 52, also nee, über 52, 52 nur, aber... Hallo? So, beim Strand war ja weiter keine Station. Also müssen wir da nochmal zu Fuß hinlaufen. Oh, guck mal, wer da ist. Ja, hier beim Schmied sind wir auch nicht weitergekommen. Oder das heißt automatisch, wir müssen hier mehrere Durchgänge machen. Da bin ich mal gespannt. Sorry. Okay. Die Zeit rennt. Gut, dann können wir jetzt auch... Obwohl, was geht schneller? Nach Hause laufen dürfte fast schneller gehen. Aber abwarten. Hä? Ach so, zwei Wege, ja. Na dann. Ja, gute Nacht.
Sie wartet. Es ist soweit, der große Tag ist gekommen. Der Tag, an dem wir diese herrschende Kuh einen Tritt in den Hintern verpassen. Du hast jetzt gerade noch genug Zeit, um dich vor dem Kampf in der Stadt mit allen Nötigen einzudecken. Wer weiß, vielleicht haben ein paar der Bewohner heute ja auch ihre Spendierhosen an. Oh, vielleicht kriegen wir sowas geschenkt. Dann sollten wir vielleicht lieber oben lang gehen, wa? Da zeigt das Schwert nämlich oben hin. Da wären wir. Dann lasse ich dich mal dein Ding machen. Begib dich zu Momos Palast, wenn du bereit bist. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Hast du was für mich, mein Bruder? Ach so. Also keine Spendierhosen. Na gut. Oder gucken wir nochmal nach. Nochmal hier hin. Aber hier war ja nichts. Dann auf zum Palast. So, da wären wir. Wir haben alle Anker, aber das heißt noch lange nicht, dass das hier leicht wird. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Du wirst keine zweite Chance bekommen und das Schicksal der Leute von Ditto liegt in deinen Händen. Komm, lass uns nicht länger hinauszögern. Erhebe das Schwert und dann lass uns diese Barriere einreißen. Der Rest liegt jetzt bei dir. Sobald du drin bist, kann ich dir nicht mehr helfen. Ah, ich hatte mir eigentlich geschworen, nicht wieder emotional zu werden. Reiß dich am Riemen, Poku. Ich wollte nur, falls es du es nicht schaffst. Naja, es war lustig mit dir. Du bist ein guter Junge und es war schön, dich kennenzulernen. Ach, was rede ich da? Das hier ist nicht das Ende. Geh da rein und zeig dieser eingebildeten Hexe, wer da hier der Boss ist. Bist du doch noch da? Nun... Du hast getan, was du konntest. Momos Anker wurde alle vernichtet. Sie ist also so weit wie möglich geschwächt. Jetzt hängt es von dir ab. Geh die Turm hinauf und stell dich ihr Schwert. Tritt ihr so fest in den Hintern, dass sie aus dem Reich fliegt, direkt zurück in den schicken Ort, von dem sie gekommen ist. Dann mal los für Ditto. Achtung, Pokus Magie kann dich nicht retten, während du Momos Turm hochgehst. Wenn du im Palast besiegt wirst, fällt das Schwert und die Welt wird 100 Jahre der Dunkelheit gestürzt. Sei vorsichtig. Upsa. Noch mehr? Ach, cool. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis denn.